Jetzt geht's los. Da habe ich gleich mal eine Frage ans Kino. Können Sie dann uns bereithalten, Informationen, wie man diese DVD sich besorgen kann oder uns mitteilen? Kann mal schauen, ob ich das ja, das war super. Schauen wir mal, ob das funktioniert oder nervt mit dem Mikro. Also, ich fange jetzt einfach mal mit meinem Eindruck an und gebe mal so eine Richtung. Also wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit hier im Kino und der Film entlässt uns ja nachdem, dass er sehr kompakt die Problematik, die wir bestimmt seit Jahren alle kennen, also vom Klimawandel über die Finanzkrise, über die Schwierigkeiten der Globalisierung, Arbeitslosigkeit, diese Dinge sind uns alle sehr wohl bewusst, denke ich. Und wir sind an dem Punkt, wo wir einfach für mein Gefühl nachschauen können, was können wir jetzt hier konkret tun. Und dieser Film, der sagt uns ja auch den, oder gibt uns ein gutes Gefühl, mit dem wir aus dem Film rausgingen, dass eben in einer Lokalität eine sehr gute Gelegenheit und Möglichkeit ist. Aus dem Gefühl, es ist alles ganz schrecklich, aber wir können ja eh nichts daran ändern. Das braucht man nämlich nicht, das Gefühl. Das ist auch ungesund, finde ich. Und insofern konzentrieren wir uns mal auf die Seite, wo wir sehr wohl was ändern können. Und gucken jetzt einfach mal, wir sind ja hier in München, was wir jetzt hier ganz konkret machen können. Das ist jetzt mal so mein Wunsch für die kommende halbe Stunde. Und jetzt würde ich ganz gerne mal einmal ganz kurz eine Runde machen hier oben, was so hängen geblieben ist oder was so der wichtigste Impuls ist, um aus dem Film weiterzumachen. Also gar nicht die Inhalte des Films diskutieren, weil ich glaube, das ist super, dass er es so kompakt zusammengefasst hat, aber wissen der mal das alles, glaube ich. Okay, dann fangen wir mit dem Hubert an. Komisch, warum das jetzt so komisch geht. Okay, man versteht mich. Also das, was ich aus dem Film jetzt einfach mitgenommen habe, ist ganz einfach, wir müssen selber aktiv werden, wir müssen selber Verantwortung übernehmen. Es hilft uns auch nichts, irgendwo hier bloß jemand Schuld zu geben, sondern wirklich selber in die aktive Rolle gehen. Das ist einfach so, wie ich meine, in dem Bauernhof ja vor 8 Jahren, als ich biologisch wirtschaften Bauern, wirklich einen total neuen Weg gegangen bin. Ich sagte, ich will diesen Weg hier nicht weitergehen mit Saatgut, das wir nicht weiter vermehren können, auch in der biologischen Landwirtschaft. Und habe hier die Konsequenzen gezogen und habe mir Menschen gesucht, die hier aktiv wirklich bereit sind, mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen. Okay, das zeigt mir praktisch, wir haben sehr wohl eine Möglichkeit, wir können schon was machen, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Ja gut, das war's für mich vielleicht. Ja, nochmal Matthias Holzer von Robin Wood. Ich möchte die Steffi Thiemig nochmal entschuldigen, die stand ja im Programm für heute für Robin Wood. Ihr Mann ist ziemlich krank im Schwabinger jetzt und deswegen hat sie gesagt, sie hat nicht den Kopf jetzt hier mitzudiskutieren. Ich möchte vielleicht ein paar wichtige Dinge nochmal zu dem Verein sagen, der uns erreichen will, weil er gerne mit uns zusammen was machen möchte. Das ist zum Beispiel möglich unter münchenmuenchen@robinwood.de. Dann wollte ich sagen, konkrete Dinge zu handeln. Am Mittwoch ist eine Hauptversammlung von Siemens in München in der Olympiahalle. Da werden sich verschiedene Vereinigungen pro Regenwald zum Beispiel auch noch treffen, um dort zu protestieren, und zwar gegen ein spezielles Projekt. Es geht um den Staudamm am Amazonas, Belo Monte, in Brasilien. Und wir finden es einfach wichtig, klarzumachen, dass nicht jedes Projekt, was gut aussieht, weil zum Beispiel Wasserkraft auch Gutes bewirkt, da sind viele zigtausend Umsiedlungen dahinter, da ist eine irre Menge von über 20 Millionen Tonnen CO2, die dadurch produziert wird. Man muss also wirklich genau hinschauen, was passiert.
Und dann wollte ich noch einen Satz sagen zu Fehlschlägen, die man erleiden kann. Also ich glaube nicht, dass diese Demonstration bei Siemens am Mittwoch jetzt diesen Staudamm verhindern wird, wirklich. Möglicherweise wird er nicht gebaut, weil es noch mehr solche Aktionen gibt. Möglicherweise wird er gebaut, aber meine Erfahrung seit den 80er Jahren im Umweltaktivismus ist, es bewegt sich auf die lange Zeit doch was. Wir haben es geschafft, Entschwefelungsanlagen durchzusetzen. Wir haben es geschafft, Katalysatoren durchzusetzen. Wir haben es geschafft, dass die regenerativen Energien jetzt deutlich zugenommen haben. Wir haben im Verkehr noch einen langen Weg vor uns, aber wir müssen einfach anfangen. Und wer am Mittwoch Lust hat, soll einfach vielleicht mal dort vorbeischauen. Darf ich mal ganz kurz? Habt ihr Infos draußen liegen? Nein, leider nicht. Das hat jetzt aufgrund des kurzfristigen Wechsels nicht geklappt. Aber okay. Wie gesagt, München@robinwood.de. Wer sich für Näheres interessiert, und es gibt ja auch eine Homepage von Robin Wood, die man im Internet leicht findet. Ja, zum Film, glaube ich, brauche ich eh nicht viel sagen. Ihr wisst es ja alle, sonst wärt ihr eh nicht hier. Spannend finde ich, dass man ja tatsächlich in den letzten Jahren eine gewisse Mobilisierung von Teilen der Gesellschaft feststellen kann, eben ob es jetzt das urbane Gärtnern ist oder solidarische Landwirtschaft oder eine Protestkultur. Da passiert ja schon was und es sind auch gerade wieder sehr viele jüngere Menschen, die da feststellen, so wie es in der Gesellschaft läuft, kann es ja nicht weitergehen. Für mich spannend sind eigentlich zwei Fragen dabei. Erstens, wie wird man dabei nicht schizophren? Da weiß jeder vielleicht aus seinem Alltagserleben, man möchte nach gewissen Werten und Vorstellungen leben, ist aber auch eingebettet in ein Sozialgefüge, das es nicht immer unbedingt einfach macht. Und das ist für jeden von uns wahrscheinlich immer eine Gratwanderung. Und der zweite Aspekt ist die Geschwindigkeit. Ich bin da persönlich zum Beispiel einfach viel zu ungeduldig. Ich möchte viel schneller Ergebnisse sehen. Und gerade wenn man aber sagt, die Lösung liegt in Netzwerken, liegt darin, geerdet zu bleiben, dann braucht vielleicht alles auch seine gewisse Geschwindigkeit. Also das wären für mich so diese zwei Gratwanderungen. Einmal eben, wie bleibt man trotzdem Teil der Gesellschaft und entfremdet sich da nicht bewusst? Und das Zweite ist, wie schnell müssen wir eigentlich diesen Wandel vollziehen? Ich nehme mal kurz den Titel des Films nochmal auf, Ökologie des Glücks. Also auf die emotionale Ebene weise ich dann mal hin, die Kollegen machen alles andere. Also dieses Verbindung, glaube ich, ist ganz wichtig. Also dieses Gefühl eben, was tun zu können. Ich habe eine Erfahrung über Partizipation, ist so mein Rezept, wo ich denke, Einbindung und eben Aktionen schaffen, wo Menschen wirklich erleben, sie können was verändern. Sich in diesen Bereich dann auch zu begeben, ist eine ganz tolle Geschichte, langfristig, weil man einfach irgendwann einmal das Gefühl kriegt, wenn jemand einem erzählt, es ist alles so groß und alles so schlimm, dann hat man einfach für sich das Wissen auch, wieso, aber ich kann was ändern. Und das ist so der kleine innere Antrieb, glaube ich, der langfristig sehr gut ist. Auch für die Kinder natürlich, das haben wir hier gesehen, ganz wichtig, an allen Ecken und Enden, wenn dieses Gefühl und diese Identität, ich bin wer, ich kann was bewirken, an die Kinder weitergegeben wird, dann ist es auf jeden Fall langfristig der Weg, schätze ich. Ich habe den Film ja durch die Augen eines Politikers gesehen, einerseits kommunal als Mitglied des Stadtvorstandes, andererseits auch als Landespolitiker. Und da waren ja ganz konkrete Forderungen an die Politik auch im Film erwähnt, also dass man beispielsweise über Besteuerung, über Gesetze auch entsprechend steuert. Das ist einerseits richtig, aber das ist natürlich jetzt von München aus oder jetzt vom Bayerischen Landtag auch relativ weit, internationale Verträge, internationale Steuern und Gesetze voranzutreiben. Ich möchte diesen Forderungen noch was hinzufügen, weil ich glaube, dass der Staat, also die öffentliche Hand als eine der größten Auftraggeberinnen bei uns natürlich auch sehr viel direkt machen kann. Ein Beispiel: also die öffentliche Hand vergibt ja nicht nur Straßenbau, Schulen, Reinigungen von öffentlichen Gebäuden, und die werden immer noch an denjenigen Auftraggeber vergeben, der am wenigsten
verlangt dafür. Und der eben, weil er beispielsweise niedrige Löhne zahlt, weil er keine Sozialstandards oder keine hohen Sozialstandards hat, eben relativ billig anbieten kann und dann bekommt er den Zuschlag. Und ich glaube, hier kann die öffentliche Hand auch in München, auch in Bayern zum Beispiel durch andere Ausschreibungen durchaus etwas machen und sagen, uns ist nicht nur wichtig, dass derjenige den Zuschlag bekommt, der am billigsten ist, sondern derjenige, der beispielsweise Sozialstandards noch mit anbietet, beispielsweise Menschen zusätzlich fördert, Arbeitsstellen gibt, die eine Behinderung haben, einen Migrationshintergrund, eine Frauenförderung in Führungsebenen beispielsweise. Ich glaube, da kann die Politik viel mehr machen als ausschließlich Gesetze erlassen. Ja, das ist ein gutes Stichwort, genau. An dem Punkt können wir noch weitermachen. Tut mir leid, es quietscht. Also, hier hinten kam eine Meldung zuerst. Ja, ich hab's geht ohne Mikrofon, danke. Nee, das nervt. Ja. Okay, mit Mikrofon. Ja, eine Frage an den Grünen. Wer wollt ihr das machen? Es gibt doch diese EU-Bestimmungen, nach denen man öffentliche Aufträge vergeben muss. Wie stellt ihr euch das vor, dass ihr da das anders machen könnt? Ja, dann bin ich ein bisschen. Ja, einerseits ist die EU und sind EU-Richtlinien ja auch nicht gottgegeben. Die sind ja nicht natürlich. Das heißt, da kann die Politik durchaus auch etwas ändern. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es heißt ja immer, Politik sei das langsame Bohren von dicken Brettern. Also wir können sehr wohl natürlich Einfluss nehmen auf die europäischen Richtlinien, auf die europäischen Verordnungen. Das ist das eine. Das andere, ein ganz praktisches Beispiel, sind die GBW-Wohnungen. Vielleicht hat es der eine oder die andere von Ihnen schon gehört. Die Bayerische Landesbank soll privatisiert werden und die Bayerische Landesbank, der gehört zu 92% Sozialwohnungen, 33.000 Sozialwohnungen in ganz Bayern, 7.000 davon hier in München. Und das ist in der GBW, Wohnungsbaugesellschaft, quasi verankert. Jetzt sagt die EU, wenn diese Bank privatisiert wird, dann muss diese Bank diese Wohnungen verkaufen. Das ist die EU-Richtlinie. Was hört der bayerische Finanzminister und der bayerische Ministerpräsident? Der hört, wir müssen das Ganze verkaufen, und zwar höchstbietend an die Privatwirtschaft. Das, was da der Horst Seehofer hört, da hat er zu viel gehört, das sagt die EU gar nicht, sondern da könnte durchaus, und das wäre dann auch der Vorschlag von den Grünen, diese GBW-Wohnungen, diese Sozialwohnungen, dass die der Staat kauft, dass die entweder die Landeshauptstadt München beispielsweise kauft, dass die der Bayerische Freistaat kauft, dass man solche Sozialwohnungen auch in öffentlicher Hand lässt und nicht, wie es momentan ist, dass sie nach maximal oder nach frühestens 5 Jahren können diese Sozialwohnungen in Eigentumswohnungen verwandelt werden. Und das ist etwas, was man nicht machen soll. Und da muss in unseren Augen auch die öffentliche Hand durchaus Geld in die Hand nehmen. So, hier war eine Gartenmeldung. Für mich sind in dem Film einige Dinge zu kurz gekommen. Und insofern wollte ich gerne noch 3 Vorschläge machen, was jeder von uns sofort, sprich morgen anfangend, tun könnte. Es ist kurz erwähnt worden in dem Film, und zwar die Gemeinschaftsbildung und die Kommunikation. Also wir könnten sofort beginnen auf allen Gebieten, und es nimmt momentan explosionsartig zu, sogenannte Solidargemeinschaften zu gründen. Zumindest, dass man hier wieder in die Kommunikation kommt. Das nächste, was mir zu kurz gekommen ist und wo Sie auch morgen beginnen könnten, ist eine kollektive Menschheitshypnose. Und zwar heißt die Geld. Geld wird von Privatleuten aus dem Nichts geschöpft. Das können wir auch. Fangen Sie an. Und unser Geld, was wir selbst schöpfen, ist sogar gedeckt, nämlich mit unseren Fähigkeiten und mit dem Vertrauen zum anderen. Das Geld, was wir hier schöpfen, auch in München bzw. in Deutschland, nennt sich Minuto. Weltweit sind es mittlerweile Millionen von Menschen, die mit eigengeschöpftem Geld investieren, tauschen, als Zahlungsmittel es benutzen. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel geben. 75% der Wiederaufbauleistungen
des schrecklichen Tsunami 2004 wurden mit eigengeschöpftem Geld geschaffen. Das war der sogenannte Wot, ein japanisches Geld. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel aus meinem Leben sagen. Ich war lange im Topmanagement, war selbstständiger Unternehmensberater und Dozent und habe 2006 gesagt, so kann es nicht weitergehen. Irgendwie macht das gar keinen Sinn in meinem Leben. Und dann habe ich mich gefragt, was will ich denn eigentlich? Und habe relativ schnell festgestellt, ich will eigentlich nur eins, ich will glücklich sein. Und daraus resultierte die Frage, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und da habe ich mal drüber nachgedacht und habe festgestellt, mein Gott, ist das wenig. Und mit diesem Wenigen lebe ich und ich bezeichne mich als einen der glücklichsten Menschen der Erde. Das wäre es. Vielen Dank. Ich denke, die meisten hier werden den Film in einer Weise so aufgefasst haben wie ich, dass es in allererster Linie ein Plädoyer gegen diese neoliberale Ordnung war, der wir unterworfen sind. Und da stehen natürlich gerade in diesem Jahr auch Grundsatzentscheidungen an. Also in diesem Jahr wird ein neuer Bundestag gewählt. Und wenn man, ich nehme mal einen Punkt aus diesem Film raus. Ich habe 9 Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet und die Folgen des Neoliberalismus dort erlebt. Die Europäische Union macht ja Handelsgesetze, denen diese Länder alle unterworfen sind, von denen die meisten Menschen hier gar nicht viel wissen. Also zum Beispiel werden Afrika Handelsverträge aufgezwungen. Einige dieser Länder wehren sich noch dagegen. Andere haben diesem Druck standgegeben. Das sind alles Parteien, die im Bundestag vertreten sind, die diese EU-Politik in die Wege geleitet haben. Und da muss ich sagen, habe ich auch von den Grünen überhaupt keinen Widerspruch dagegen gehört. Wir müssen grundsätzlich ja anpacken, wenn wir, also es braucht eine Richtungsänderung. Und das sehe ich nicht bei der SPD und den Grünen. Die haben uns auf diesen Weg gebracht. Ich will nur ein ganz konkretes Beispiel aus München bringen. Es gab im September eine Demonstration, an der über 40 Münchner Organisationen beteiligt waren, unter dem Stichwort um fair teilen. Fair teilen. Darüber hat keine einzige Münchner Tageszeitung berichtet. Es war eine Demonstration auf dem Stachus, es haben Stadtverordnete gesprochen. Keine einzige Münchner Zeitung hat darüber berichtet. Daran kann man sehen, dass die Medien Teil dieses neoliberalen Systems sind, dass sie Dinge unterdrücken. Als jetzt kürzlich, also das war eine indirekte Folge, dass sich der Stadtrat mit diesem Ziel Umverteilen beschäftigt hat und sogar einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, mit der Mehrheit von SPD, Grünen, Linken. Die CSU und die Freien Wähler haben dagegen gestimmt. Das war am 19. Dezember. Das hat in keiner Münchner Tageszeitung gestanden. Darüber müssen wir nachdenken und einfach sehen, es gibt Interessenten, machtvolle Interessenten, die diese neoliberale Ordnung verteilen wollen. Und ich bin Journalist von Beruf. Meines Erachtens gehören die Medien dazu. Also während ich zur nächsten Wortmeldung gehe, kommt mir gerade der Gedanke, man könnte natürlich jetzt gleich mal hier draußen eine Liste beginnen mit E-Mail-Adressen, wo man einfach notieren, hallo, diese Solidaritäts, also nachdem wir hier rausgeschmissen werden aus dem Kino, war es vielleicht sinnvoll, in irgendeiner Weise einen Rahmen zu finden, wo man sie regelmäßig trifft, wer weiß. Also da können wir ja hinterher mal drüber nachdenken. Ja, ich fand den Film auch einerseits sehr aufrüttelnd und gleichzeitig aber auch äußerst motivierstärkend. Ich würde gerne auf einen Begriff, der im Kern war, nämlich die Lokalisierung, also als Übersetzung des englischen Begriffes Lokalisierung,
Und ich habe gerade aus einem Projekt von etlichen Leuten gelernt, dass der Begriff Local im Englisch wie bei uns regional benutzt wird. Also ich möchte damit sozusagen all den Regionalinitiativen hier machen, dass es meiner Ansicht nach auch reicht, wenn wir Wirtschaftskreisläufe verstärken und nicht sozusagen uns unheimlich stressen, dass wir jetzt alles auf auf urbaner und städtischer Ebene müssen. Ich denke, das ist wunderbar, wenn das gelingt, aber ich glaube, das ist zu anstrengend, wenn wir wirklich nur auf die lokale Ebene gehen. Und von der Übersetzung müsste es eigentlich local im Sinne regional, also regional lauten. Also das insofern zum Mut machen für die vielen regionalen Initiativen hier. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit, ich bin gerade hingewiesen worden, mehr Fragen ans Podium zu stellen. Ich finde es in Ordnung so, aus dem Grund, weil die Leute vom Podium dann nachher noch da sind. Aber wenn ihr noch mehr Fragen natürlich wollt, es gibt hier konkrete Projekte, an die könnt ihr euch wenden jetzt oder im Zusammenhang Fragen stellen. Wie gesagt, die Möglichkeit gibt es dann anschließend, aber auch nur draußen, nur zu deinem Einwand wegen den Fragen. Also, wir machen dann gleich weiter hier was, gell, oder? Genau. Nichts tun. Ach, das ist ganz schlecht. Nein, vielleicht mal so. Ja, also wir haben ja schon ein paar Probleme jetzt gesehen, ihr Geld oder das Regionale und so weiter und so fort. Es gibt ja in München zum Beispiel die REWIG München, das ist die regionale Wirtschaftsgemeinschaft, ich weiß nicht, ob viele die schon kennen, die fördert wirklich die Region 40 Kilometer um München. Die haben auch ein Komplementärsystem, Währungssystem, den Realo, also es ist auch eine Münchner Währung in dem Sinne, Zins und Zins ist zinsfrei, Euro umgebunden. Solche Institutionen müssen natürlich auch unterstützt werden. Ein Grund des Ganzen, also die Ursache allen Leidens in dem Sinne, das sehe halt ich immer in dem Zins und Zinseszins. Ja? Und da müsste eigentlich eine grundlegende Änderung irgendwie passieren. Und diese ganzen Regionalwährungen zeigen ja auch, dass das sinnvoll ist, den Zins auszulassen und dort wirklich auf die Regionalwährungen und lokal, regional zu handeln. Und mir persönlich, der Film ist sehr gut und hat die Probleme auch veranschaulicht, die es so gibt und die wir alle wissen. Mir persönlich fehlt so dieses nach innen einkehren, so dieses Zurückbesinnen, wer wir sind, dass wir nicht so machtlos sind, dass wir wirklich alles ändern können. Und das geht auch so ein bisschen in dieses Spirituelle rein, dass wir erkennen, was wir für eine Macht in Anführungszeichen, also eine positive Macht haben. Und auf politischer Ebene muss man natürlich auch da versuchen, da eine Änderung herbeizuführen, also dieses alteingefahrene politische System da irgendwie aufzubrechen und mit neuer Energie zu versorgen. Und da sehe ich eine Möglichkeit bei den Violetten zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das wird teilweise noch ein bisschen belächelt, aber wenn man sich da ein bisschen in das Programm einlässt, sind das sehr ganzheitliche und nachhaltige und bewusste Programme und Entscheidungen. Und wenn sich jemand noch damit näher beschäftigen möchte, ich bin dann nachher auch noch zum Ansprechen bereit. Vielen Dank. Ja. Genau, das ist eine sehr gute Gelegenheit, dass die Leute, die jetzt halt hier sich zu Wort melden, einfach draußen vielleicht ein bisschen stehen, wir gucken mal, ob es hier möglich ist, sonst gehen wir einfach in ein Café, Nordbad oder so. Jetzt möchte ich mal kurz, damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr seid zu ausgeschlossen. Habt ihr das oder ja. Nicht? Wollt ihr was sagen? Liegt euch was auf der Seele gerade, sonst machen wir hier im Publikum nur weiter. Okay, da war hier. Ja. Christine? Mikro gibt es jetzt nicht, man muss aufstehen und laut. Also ich möchte es gerne ganz einfach machen, gar nicht politisch. Als diese Stühle da gebracht wurden, habe ich mir gedacht, wo kann ich jetzt als Münchner Bürgerin nächste Woche so einen einfachen Stuhl kaufen, der von Münchner hergestellt ist, aus dem Bayerischen Wald, das Holz kommt und ich die lokale Wirtschaft damit unterstütze, im Gegensatz zu dem, dass ich zu IKEA fahre und dort irgendwie einen Billigstuhl kaufen. Wo kriege ich so einen Stuhl her, als Beispiel jetzt einfach, der bezahlbar ist? Ich zahle gern 20 Euro mehr wie bei IKEA, aber ich will sowas,
von Münchnern für Münchner gemacht. Ich gebe dir die Nummer von Roland. Also das ist super, hier gibt es die Nummer. Das ist sehr schön. Also bitte, Daniel gibt dir die Nummer. Genau, also nur als Beispiel, ja? Bei uns können Sie kommen, in der Werkbox 3 können Sie selber machen. Okay, also Werkbox 3 ist hier draußen. Vielleicht einmal kurz die Anschrift lassen dann nachher. Ja, oder wir haben auch heute jemanden da vom Life Guide. Der Life Guide ist ein Portal, was sehr viele nachhaltige Unternehmen verweist, die es hier in München gibt. Und braucht von da auch große Unterstützung, dass das Portal genutzt wird und auch mit neuen Infos, wo was in München zu beziehen ist, dort platziert wird und auch mitgeholfen wird, dass diese Plattform zum Beispiel weiterhin existieren kann. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Netzwerken, aber was ich so ein bisschen als Problem oder als Schwierigkeit sehe, ist eigentlich, dass diese Netzwerke sich wirklich total vernetzen und nicht nur Robin Wood für sich und seine Ziele kämpft, dass es die urbanen Gärtner gibt, die es da, die sich immer mehr weiter verbreiten und sicherlich schon für die Bürger ein erster Ansatzpunkt sind, in diese Thematik einzusteigen und zu handeln, sich als handelnde, politisch werdende Menschen, aktive Menschen zu erleben. Aber ich habe irgendwie das Problem, dass viele NGOs, die hier auch sind, ihre Energien in ihre Arbeit stecken, aber nicht wirklich dazu kommen, ein gemeinsames Ding zu werden in München. Und ob wir das jetzt sind im ökologischen Bildungszentrum, wo wir versuchen, die Kinder zu erreichen über unsere Bildungsangebote oder auch im, ob es FIAN ist oder, wo schaffen wir es, die Energie noch zusätzlich, wo Daniel vorhin gesagt hat, wir sind alle irgendwie in ein normales, diesem System ausgesetzten Menschen, also eingebunden in diese Soziale, wo haben wir noch die Ressourcen, uns wirklich gut zu vernetzen, um eine Kraft zu werden, um dieses Ganzen auch was entgegenzusetzen. Und das ist etwas, was wirklich teilweise an die persönlichen Grenzen und Ressourcen stößt. Und wir auch nicht untereinander letztendlich, muss ich auch mal sagen, so kannibalisierend unter den NGOs sind. Jeder versucht für sich irgendwie seine Arbeit gut zu platzieren, damit man möglichst viele Leute erreicht und weiterhin arbeiten kann, weil wir zum Teil auch von öffentlichen Fördermitteln abhängig sind. Das heißt auch noch so eine Geschichte. Also ich finde, wo kriegen wir es hin, Bene-Netzwerk und so gut zusammenzubringen zu einer Kraft in München, damit wir wirklich das alles bündeln können und nicht noch in einem Mehraufwand das Ganze zu forcieren. Denn irgendwann kann jeder nicht mehr. Ja, ich kann mich dem anschließen. Und zwar, ich hab drei Punkte. Einmal zum Thema Stuhl. Also neben der Werkshalle gibt es da noch das Haus der Eigenarbeit zum Selbermachen nahe vom Ostbahnhof. Und wenn der Stuhl kaputt ist, dann kann man den wunderbar reparieren. Was mich zum zweiten Punkt führt, es ist das Thema Halle 2, das ist das Abfallwirtschaftsamt München, wo man gebrauchte Gegenstände sehr günstig erstehen kann. Und das ist natürlich das Lokalwirtschaften per se, weil das ist schon mal hier das Zeug in München, also lokaler geht's nicht. Der dritte Punkt ist das Thema Bene München, was Frauke gerade erwähnt hat. Also Bene München steht für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und wir versuchen die ganzen guten Modelle und guten Bildungsansätze, die in München da sind, zusammenzubringen und unter einem Netzwerk zu vereinen. Also ja, das ist eine Möglichkeit, wo man sozusagen sich zusammen kann. Sozusagen in jede Organisation mal reinzuschauen. Ganz kurz da
gerade so ein guter Kanal ist die Nachhaltigkeitsseite auf münchen.de unter Rathaus Stadtpolitik Nachhaltigkeit. Da wird im Laufe dieses Jahres viel zusammengebündelt, was einen guten Überblick gibt. Der Herr da hinten bitte, Sie waren noch nicht. Ja, ja. Der Film hat einen umfassenden Ansatz, Ökonomie und Politik zusammenzubringen, beziehungsweise die Abhängigkeit. Leider ist ein wesentlicher Aspekt zu kurz gekommen, beziehungsweise völlig ausgefallen, ein regelrechter Blackout in diesem Film festzustellen. Der Film zeigt ja die Entwicklung von Konflikten und Radikalisierung in Gesellschaften, die entwurzelt werden durch diese Politik der Globalisierung. Und solche Konflikte erleben wir jeden Tag. Und die Lösungsrezepte, die uns von der offiziellen Politik und auch von den meinungsbeherrschenden Medien angeboten werden, heißt Interventionskriege. Wer auf diesen Leim reinfällt, betreibt nichts anderes als das Geschäft der Globalisierer. Denn die Herrschaft, die dann mit Militärinterventionen eingesetzt wird, hat neokolonialen Charakter und hat überhaupt nichts zu tun mit Regionalisierung und Selbstbestimmung der Völker. Gerade in Nordmali sind ja diesem Konflikt lange Fehlentwicklungen vorausgegangen, die durch die offizielle Politik, durch die globale Politik entstanden sind. Und das jetzt mit militärischen Mitteln wieder in Ordnung bringen zu wollen, ist eine große Dummheit und ist sicher nicht im Interesse der Menschen dort und auch nicht in unserem Interesse. Also ich fand diesen Film sehr berührend, aber für mich hat auch sehr viel gefehlt, weil ich muss sagen, es ist ein bisschen gefährlich, wenn wir uns genauso wie es jetzt hier auch läuft, ganz, ganz viel damit beschäftigen, wie können wir regional besser einkaufen, wo finde ich was, damit sind die 5% der Bevölkerung, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, auch beschäftigt. Und die Politik kann so weitermachen wie bisher. Beziehungsweise ist, also, und das ist das, was mir an diesem Film fehlt, ist der klare Aufruf, dass wir endlich auf die Straße gehen müssen, und zwar in Massen. Was auch fehlt, ist die Gewerkschaft als eine Solidargemeinschaft, die schon seit über 100 Jahren besteht. Und also die EU hat es jetzt über die Finanzkrise geschafft, die ganze Troika hat es geschafft, Sparmaßnahmen durchzusetzen und damit im Grunde das, was da ja ganz gut in diesem Film aufgezeigt wurde, dass die großen Wirtschaftsunternehmen die Politik unter Druck setzen und versuchen, Löhne zu senken unter dem Diktat der Wettbewerbssteigerung und so weiter, haben die jetzt
mit der Finanzkrise in kürzester Zeit ihre kompletten Ziele durchgesetzt. Und jetzt geht die EU im nächsten Plan so weit, und das wurde leider hier nicht kommuniziert, dass sie plant, dass demnächst alle Haushalte aller EU-Mitglieder erst der EU vorgelegt werden müssen. Und wenn die in Ordnung sind, dann erst kommen sie den Parlamenten in Deutschland, Frankreich und so weiter, werden sie dann erst vorgelegt. Das heißt, die EU streicht schon mal alles. Und zwar unter dem Diktat der Löhne, wie sie am niedrigsten sind, der Sozialleistungen, wie sie am niedrigsten sind. Also Wettbewerbsfähigkeit funktioniert nicht, indem man in Deutschland endlich mal die Löhne anhebt, damit die anderen Länder in der EU wieder ein bisschen Luft bekommen, sondern es funktioniert so, dass wir uns immer nach unten bewegen. Derjenige, der die höchsten Renten ausbezahlt, muss runtergehen in seinen Sozialleistungen, der die beste Gesundheitsvorsorge hat. Und diese ganzen regionalen Produkte sind letztendlich, wenn sie bio sind, wenn sie hier in Deutschland produziert worden sind, teurer als das da draußen. Und das sind wunderschöne Ideen, diese Dinge zu kaufen, aber genau und ehrlich gesagt ist das nur für die Upper Class möglich, wenn die EU die Politik so durchsetzt, weil dann werden die Löhne nicht nur die ersten 20%, die schon im Niedriglohnsektor bei 5 bis 7 Euro arbeiten, sondern dann sind wir bei 50%, und die Leute kaufen überhaupt keine regionalen Produkte mehr, weil sie nicht können. Also wenn wir die Regionalisierung haben wollen, dann müssen wir als erstes auf die Straße gehen. Und zwar wirklich geschlossen und in Massen. Und wir müssen schaffen, in die Medien zu kommen und klarzumachen, dass diese Politik auf EU-Ebene nicht mehr fortgesetzt werden kann. Und die EU ist komplett gekauft von den 1000 Expertengruppen, die es gibt. Ist der Anteil derer, die in diesen Expertengruppen ist, also von der Wirtschaft, bei 57%, das zum Thema Neutralität. Ist die Zeit noch nicht rum? Okay, also jetzt würde ich nur ganz gern die Runde am Podium beenden, und alle anderen Sachen müsst man draußen machen. Ja, wo fange ich an? Vielleicht muss man das eine machen, ohne das andere zu lassen. Das übersteigt aber auch so ein bisschen mein Intellekt. Also bevor ich mich auf die Straße bewege und gegen große EU-weite politische Strukturen zu demonstrieren, schaffe ich mir meine Realität vor Ort selbst. Und ich glaube, da kann jeder relativ schnell relativ viel bewegen. Danke. Und das wäre am Schluss so, jetzt vielleicht auch mein Fazit. Wir haben jetzt sehr viel im Konjunktiv gesprochen. Macht einfach. Ja? Also organisiert euch, kauft regional, unterstützt die regionalen Produzenten, schließt euch zusammen, bildet Solidargemeinschaften. Und zwar wirklich ganz konkret vor Ort. Das funktioniert, das geht, wir machen es vor und jeder kann mitmachen. Ja, ich glaube auch, dass jetzt hier sehr viele Aspekte kamen. Ich finde es auch toll, dass hier so eine bunte Menge versammelt ist. Ich finde es schön, dass dieses Kino jetzt zweimal voll war. Ich war ja am Donnerstag auch schon da. Und ich fürchte aber, dass der Film nicht mehr allzu oft in München gezeigt wird. Ich würde es ihm wünschen, wenn noch ein paar mehr Leute ihn sehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man jeden Morgen mal eine Viertelstunde anschaut. Und ich fand, dass viele wichtige Aspekte noch kamen. Eine rhetorische Frage noch. Wie viel Realo sind ein Minuto? Das geht auch in die Richtung, also man muss die Dinge verknüpfen und schauen, dass man sie zusammenbringt. Und ich glaube auch, dass Robin Wood, wo ich mich jetzt beteilige, nur ein Puzzlesteinchen in der ganzen Bewegung ist. Danke. Also ich bin vor 8 Jahren als biologisch wirtschaftender Bauer und Gärtner ausgestiegen aus diesem Wirtschaftssystem, weil ganz einfach nicht umsetzbar war, hier mit wirklich natürlichem Saatgut zu arbeiten. In diesem Konkurrenzkampfsystem, in dem wir drinstecken, werden so viele Pflanzen missbraucht. Sie werden gezwungen, Leistungen zu erbringen, die nicht von natürlich sind. Insofern war es für mich nicht möglich, wirklich hier einen Weg zu gehen über den üblichen Markt. Ich habe vor 8 Jahren 2 Familien angeboten, sie können sich bei mir selbst am Hof was anbauen. Nur durch diesen Weg, heute sind es 70 bis 80 Familien, die jedes Jahr teilnehmen, nur durch diesen Weg war es möglich, wirklich, wirklich wieder mit natürlichen Saatgut zu arbeiten. Das wird die Menschen wahrscheinlich gar nicht selbst meist nichts sagen. Aber erinnert bloß mal daran,
Wir haben in Deutschland keine natürlichen Brokkoli mehr. Es gibt keine natürlichen Brokkoli. Wir haben keine mehr. Ja? Die meisten Menschen wägen sich in Sicherheit, weil wir hier ja Bio einkaufen. Und man sagt, ja, ich gebe gern mehr Geld aus dafür. Aber wirklich hier was zu bewegen, das war nicht möglich in dem Fall. Also wir brauchen ja wirklich andere Systeme, um damit wir hier wirklich wohin kommen, dass wir wirklich wieder mit absolut natürlichem Saatgut arbeiten können. Dass wir wieder in Gemeinschaft, das haben wir praktisch alles auf dem Hof jetzt seit 8 Jahren schrittweise umgesetzt. Also es gibt schon praktische Beispiele. Sie können natürlich gerne bei mir einmal auf Internetseiten sagen, Sie können uns auch gerne besuchen hier am Hof, wir sind im Landkreis Rosenheim. Würde mich freuen, wenn ich das eine oder andere Mal vorbeischauen würde. Dankeschön. Meine Internetseite ist www.hubertjaksch.de. Also draußen stehen Tische, da haben wir schon ein bisschen Infomaterial ausgelegt, da könnt ihr euch was mitnehmen, wenn es rausgeht. Ja, neben dem Bezug zum Lokalen ist für mich in dem Film auch rausgekommen, dass eben in den 90ern vor allem oder in den letzten Jahrzehnten überhaupt einfach so ein Primat des Marktes, des Neoliberalen aufgekommen ist. Und da möchte ich dem nochmal entgegensetzen. Es gibt noch andere Verteilmechanismen, wie wir in unserer Gesellschaft Güter, Dienstleistungen verteilen können. Wir können beispielsweise nach Bedarf verteilen. Das macht die Feuerwehr. Die löscht den Brand dort, wo es brennt und nicht bei demjenigen, der am meisten bezahlt. Wir können Dinge auch verteilen, nach dem Zufallsprinzip. Es gibt einige Sportveranstaltungen, da ist die Nachfrage so hoch, dass man eben nicht sagt, wir setzen einfach die Preise nach oben, sondern wir verlosen manche Tickets. Und es gibt das Verteilprinzip, dass man manche Dinge auch einfach jedem und jeder zukommen lässt. Und da haben wir ganz aktuell auch bei der Frage, was kann man machen, was kann man hier und heute machen, ganz aktuell eben die Frage beispielsweise nach einem Ja zur Bildung und Nein zu Studiengebühren. Dass man eben sagt, das wird nicht an denjenigen oder an diejenige wird einen Studienplatz vergeben, wer am meisten dafür zahlt oder wer überhaupt dafür imstande ist zu bezahlen, sondern an grundsätzlich jede Person, die sagt, jawohl, ich möchte bilden, ich möchte studieren. Und da kann man sehr wohl etwas machen, nämlich noch die nächste Woche aufs Rathaus gehen oder auf die Bezirksinspektion und gegen Studiengebühren, also für das Volksbegehren gegen Studiengebühren zu unterschreiben, um eben auch diesem neoliberalen Denken, dieser Vorherrschaft des Marktes, dass alles nur mit Geld zu bezahlen ist, um dem einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, es gibt auch andere Verteilmechanismen in dieser Gesellschaft. Und deswegen freue ich mich, wenn viele von Ihnen noch unterschreiben würden. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Also hier im Saal, ihr müsst jetzt raus, es ist 1:05, da kommt der nächste Film. Wir können draußen im Foyer noch ein bisschen weitermachen. Jetzt zu dem Film nochmal abschließend. Ich kann euch jetzt nur den Namen des Verleihs geben. Der heißt Braveheart und sitzt in Köln. Also falls jetzt vom Kino keine Infos dazu mehr kommen, da könnte man wahrscheinlich so eine DVD anfragen und sich die besorgen. Und wir gehen jetzt gleich raus ins Foyer und können dann diesbezüglich auch noch angesprochen werden. Oder wenn jemand eben sagen möchte, wir starten.